Wunderschönen guten Morgen, Leute, und willkommen zu einem neuen Vlog. Für uns geht es in ziemlich genau 14 Tagen nach Amerika, also in die USA. Und zwar steht Los Angeles an, danach geht es nach Las Vegas, danach geht es nach San Francisco und danach nach San Diego. Und eigentlich wollte ich davor so ein bisschen diäten, ein bisschen Fett verlieren, um einfach ja ein wenig Puffer zu haben, denn ich bin mir sicher, dass ich in Amerika ein bisschen mehr essen werde. Aber vor allem dachte ich mir, es tut dir auch mal nicht schlecht, wieder ein bisschen besser in Form zu sein. Ich habe das auch vor Dubai gemacht, ungefähr vor, ich glaube, 3 Monaten. Dort hat es auch ziemlich gut geklappt. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Masterplan Pre-America, sage ich mal, zurechtgelegt. Und zwar gibt es wieder einen Minicut. Und hier kommen die Rahmenbedingungen. Also ich werde versuchen, 6-mal die Woche ins Training zu gehen. Und zwar Oberkörper, Unterkörper, 6-mal die Woche. Und dann den 7. Tag, wie der liebe Gott, den nehme ich mir einfach mal frei. Muss nicht unbedingt ein Sonntag sein, aber ich werde den mir auf jeden Fall frei nehmen. Ansonsten werde ich versuchen, 1000 Kalorien jeden Tag im Defizit zu sein. Und wenn ich mal nicht ein bisschen, ja, wenn ich mal ein bisschen mehr esse, dann ist es auch nicht schlimm, sag ich mal. Ich nehme das alles nicht so streng. Ich werde außerdem versuchen, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, und zwar getrackt mit meinem Handy und nicht mit einem Armband oder sonstiges. Hab gar kein Armband, aber das Handy tut's auch. Natürlich wird man dann vermutlich ein bisschen mehr im Schnitt gehen, weil man sein Handy nicht immer dabei hat. Ne? Wenn man duscht oder so, hat man sein Handy nicht dabei. Beim Schlafen hat man es nicht dabei. Die Uhr kann man eigentlich fast immer anlassen. Und ja, keine Ahnung, auch wenn man runtergeht oder so oder mal zum Kühlschrank geht, ist das Handy auch nicht immer dabei. Deswegen einfach das, was das Handy sagt, 10.000 Schritte, ich werde versuchen, immer mitzunehmen, damit ich halt ungefähr, ja, einen konstanten Kalorienverbrauch habe plus ein bisschen mehr verbrauche als sonst, denn eigentlich würde ich sagen, ja, im Schnitt gehe ich mit dem Handy in der Tasche so 7.000 Schritte, so im Schnitt, die App läuft ja immer weiter und trackt immer weiter, und deswegen sind das so die Rahmenbedingungen: 1.000 Kalorien Defizit, 6-mal die Woche Training, 10.000 Schritte pro Tag im Schnitt. Ich werde auch versuchen, zwischen 12.000 und 8.000 Schritte mich einzupendeln, das heißt jetzt nicht mal 0 Schritte gehen und dann 20.000, weil dann vielleicht die Regeneration negativ beeinträchtigt werden könnte. Könnte natürlich, muss nicht, kann. Und deswegen versuchen wir halt die Abweichungen da nicht zu hoch ausfallen zu lassen, ähnlich wie mit den Kalorien. Ich bin mir sicher, ich werde in diesen 2 Wochen auf jeden Fall einiges an Formverbesserungen feststellen können und kann dementsprechend dann beruhigt in Amerika zuschlagen, plus die Form ist natürlich auch besser, dann fühlt man sich natürlich auch ein bisschen besser, und dementsprechend ist das aktuell der Masterplan. Natürlich genug Proteine essen, ganz klar, mindestens 2 Gramm pro Kilogramm, mindestens 300 Gramm Obst, mindestens 300 Gramm Gemüse, auch hochqualitative Obst- und Gemüsesorten, das heißt keine Salatgurken und keine Bananen den ganzen Tag. Ab und zu mal eine Banane ist okay, und wenn ich eine Salatgurke esse, dann track ich sie eben nicht, also zähle sie nicht zu den guten Gemüsesorten. Und ja, das ist der Masterplan, Leute. Mehr gibt es da auch eigentlich nicht zu sagen. Ich muss jetzt ins Gym. Die Cam ist hier mega hell. Ich muss mal ein bisschen dunkler stellen. Mache ich gleich. Auf jeden Fall, auf geht's ins Gym. Willkommen zu einem kurzen Trainingstipp, und ich versuche ja eigentlich in jedem meiner Vlogs euch ein bisschen Trainingsmehrwert zu geben, sodass ihr direkt die Dinge im Gym umsetzen und dann im Endeffekt auch mehr Erfolg haben könnt. Also let's go! Es geht um das rumänische Kreuzheben dieses Mal, und hier sehe ich eigentlich 2 extrem grobe Fehler ziemlich häufig. Und zwar, zum einen ist die Hantel nicht direkt am Körper. Ihr müsst die Hantel so nah wie möglich am Körper
führen. Und wenn ihr dann meinetwegen blutige Schienbeine habt, dann besorgt euch Gewichtheber, Socken oder sonstiges. Das wird das Problem dann lösen. Aber für jedes Zentimeter, welches die Stange von eurem Oberschenkel oder beziehungsweise von eurer Wade entfernt ist, erhöht ihr eben den Hebel auf euren unteren Rücken, sodass ihr eben mehr Last auf euren unteren Rücken habt und dann dementsprechend auch natürlich verletzungsanfälliger seid, weniger Gewicht bewegen könnt und im schlimmsten Fall auch noch natürlich weniger Glut bzw. ja, Hamstring-Aktivierung habt aufgrund des Gewichtes, welches eben nicht so hoch ist. Und dementsprechend würde ich dir ganz klar empfehlen, die Hantel so nah wie möglich am Körper zu führen. Und der zweite Tipp ist, die Schulter nach unten zu drücken, damit der Latissimus euch helfen kann, damit ihr Oberkörperspannung aufrechterhalten könnt. Und dadurch werdet ihr euch auch nicht verletzen und wieder mehr Gewicht bewegen können. Das kannst du gerade auch im Sitzen oder auch im Stehen ausprobieren. Schulter in den Boden rammen, das versuchen und dann wirst du schon merken, wie der Lat maximal angespannt wird. Und das war's auch schon mit diesem Quick-Tipp. Falls du keine Zeit verschwenden willst und direkt ab heute den besten Weg fahren möchtest, um dein volles Potenzial zu entfalten, dann check auf jeden Fall das Muskelpedia ab. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben und natürlich viel Spaß mit dem weiteren Vlog. So, fertig mit dem Training. Leute, könnt ihr mich rauslassen? Das wäre sehr nett. Danke. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Was geht bei dir noch eigentlich? Bitte? Was geht bei dir eigentlich noch? Ich habe gehört, du wirst nächstes Jahr starten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Leute, passt auf. Das ist der Giant Killer. So nennt man ihn hier. Amigo, mach's gut. Ciao, ciao. Jetzt geht's ab nach Hause. Nachos stehen auf dem Trainingsplan. Beziehungsweise auf dem Essensplan und es regnet, Leute. Da würde ich sagen, bis gleich. Jetzt wieder back zu Hause vom Training und jetzt gibt es mein Legendary. Schatzi, du weißt es? Nacho-Rezept. Richtig, let's go. Das ist unsere geheime Gewürzmischung. Bei jeder Doku, sei es bei Galileo oder keine Ahnung, bei Kabel 1, gibt es immer eine geheime Gewürzmischung und die haben wir jetzt auch. Denn ohne das ist das Essen gar nicht so lecker, oder? Nee. Das kommt jetzt hier drauf, ne? Und dann geht's weiter. Weiter geht's. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Wir benutzen immer Finello, hat nur 14 Gramm Fett und schmeckt eigentlich fast genauso gut wie normaler Käse. Ich bin sogar der Meinung, dass es fast schon bei manchen Sachen besser schmeckt. Also bei Nachos zum Beispiel finde ich normalen Käse fast schon too much irgendwie, keine Ahnung. Ist so mein Ding. Also Finello ist übrigens kein Product Placement. Also check mal die andere Seite. Nicht abmachen. Die Leute wissen, wie es aussieht. Light. Finello Light, genau. Gibt es zum Beispiel im Edeka. Zum Beispiel im Edeka. Oder im Rewe gibt es das auch? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Im Aldi nicht? Im Aldi nicht, nee. Da gibt es ja Light Käse, aber der schmeckt echt nicht so gut wie Finello, ohne Witz. Wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, hey, aber wir sind in der gleichen Firma produziert, das schmeckt definitiv anders. Das ist auch, glaube ich, Light Gouda und das ist Mozzarella Light oder ja, so? Ja, ich glaube Mozzarella. Ja, Mozzarella steht hier. Schnittfester Mozzarella. Wenn Finello mich sponsern will, dann, ne? Meldet euch. Okay, Schatzi, ab in den Ofen. Auf geht's. Auf geht's. Oh, ich hab schon so viel Hunger. Das könnt ihr gar nicht glauben. Rein damit. Yay! Schatzi, gib mir einen Luft-High Five. Ha! Und drin ist es. Was sagst du dazu, zu dem Essen? Freust du dich? Super. Daumen hoch? Daumen hoch. Ihr müsst dem Video einen Daumen nach oben geben. Oder? Ja. Für das Essen müssen die Leute uns einen Daumen nach oben geben. Ja, ist unser Pro-Tipp. Unser Signature-Dish eigentlich. Yeah. Dafür sind wir bekannt. Genau. Ich kriege immer 20 Nachrichten bezüglich des Nacho-Rezeptes. Und jetzt sollen wir sogar veröffentlichen? Nee, haben wir ja noch nicht. Also wir haben ja noch nicht die Secret Ingredients verraten und die, die Anteile. Die Secret Ingredients verraten wir nur bei 3000 Daumen. 3000. Ihr habt's gehört, Lena meinte, 3000 Daumen nach oben und es gibt ein volles Nacho-Rezept. Sonst müsst ihr euch mehrere Accounts machen und das liken. Ja. Ihr habt's gehört. Okay, dann bis später. Ich glaube, jetzt ist es auch schon fertig. Schaut mal, Leute, du darfst nicht zu nah gehen, weil sonst beschlägt es sofort. Ui. Yeah. Hast du beschlagen? Ja. Es hat beschlagen. Ja, wir werden das jetzt auf jeden Fall. Zeig das nochmal, doch, jetzt kannst du es zeigen. Ja? Wir werden das auf jeden Fall jetzt schmausen, essen
Und dann sehen wir uns und hören wir uns im nächsten Video, denke ich mal. Peace out. Bis später.